Hallo lieber Backofenfreund. Heute ein paar Informationen über die sozusagen dritte Phase meines Backofens. Nach dem Ausräumen des Kerns aus Lehm und Erde bin ich doch recht überrascht über die Größe, die diese 80 cm tatsächlich sind. Der Backofen wurde aus Stampf-Schamottmörtel hergestellt, im unteren Bereich aus Steinen. Mittlerweile habe ich den Backofen im unteren Bereich, wo er sehr nah am Mauerwerk steht, isoliert mit Wolle. Leider ist in Spanien das Wetter dieses Jahr auch nicht sehr besonders und ich muss den Backofen permanent abdecken. Er wird momentan ausgetrocknet mit einem sogenannten Paella-Brenner. Und dieser Paella-Brenner, den kann ich sehr gut einstellen. Ich trocknete in der ersten Woche mit ca. 30 Grad und bin jetzt in der zweiten Phase hier um die 50 Grad. Mein Nachbar Klaus kommt zur Inspektion der Baustelle. Heute ist es eigentlich schönes Wetter, aber ziemlich windig. Angebaut habe ich heute meinen Schornstein. Das Schornsteinrohr ist eingelassen. Das Ofenrohr vom Backofen ist vermauert. Diese Turbohüte sind hervorragend geeignet, um hier den Wind aus dem Ofenrohr wegzuhalten, der hier in Spanien doch manchmal Orkanstärke erreicht. Und bevor es mir in den Backofen bläst, ist das natürlich eine hervorragende Möglichkeit, das Ofenrohr nach oben abzuschließen. Die Turbine dreht sich bereits bei kleinstem Wind oder bei Wärme. Ein Blick in den Backofen. Was ich heute hier mache, ist ein Stopfen für meine Öffnung des Lichts. Denn die Öffnung muss ja auch isoliert sein. Und ich habe die Öffnung nun ausgegossen mit Schamott. Und werde mir hier dann einen Stopfen herstellen, den ich beim Aufheizen in diese Öffnung schiebe, um nicht unnötige Wärmeverluste zu haben. Hier vorne sieht man auch sehr schön den Schieber des Backofens. Das ist ein Bild von heute Morgen. Heute Nacht hat es geregnet. Dummerweise war der Backofen heute Nacht nicht abgedeckt, das heißt, die Steinwolle ist nass. Und ich werde jetzt einfach ein paar Tage weiter heizen, um die Feuchtigkeit wieder herauszukriegen. Der nächste Schritt wird sein, Isolierung des Gewölbes mit Steinwolle, dann ein dünnes Drahtgitter, ein Hasendraht drüber und eine wetterfeste Betonhülle. Und so wird der Backofen wahrscheinlich erstmal über Sommer stehen, wenn ich nicht hier bin. Bis es soweit ist, wird weiter geheizt. Und zwischenzeitlich habe ich dann auch schon mal die Temperatur erhöht auf 70 Grad. Nach ca. 14 Tagen, fast 3 Wochen. Und der Backofen macht innen schon einen sehr hervorragenden Eindruck. Ich bin sehr zufrieden. Die Kuppel ist eigentlich trocken. Dennoch wollen wir nicht übertreiben. Wir haben Zeit genug. Ja, bald mehr von meinem Backofen. Danke für dein Interesse.